werte Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Grundsätzlich begrüßen wir die Novelle zum Grunderwerbsteuergesetz. Dadurch ist eine leicht nachvollziehbare und verwaltungsökonomische Art der Feststellung der Bemessungsgrundlage und Abführung der Abgabe weiterhin gewährleistet. In einigen Bereichen des Grunderwerbsteuergesetzes gibt es aber noch einen erheblichen Verbesserungsbedarf. Ich bringe daher den Abänderungsantrag des Abgeordneten Hubert Fuchs und weiterer Abgeordneter zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Grunderwerbsteuergesetz 1987 geändert wird, 101 der Beilagen ein, den ich in Grundzügen erläutere. Im Grunderwerbsteuergesetz ist ein Freibetrag für den unentgeltlichen Erwerb von Grundstücken im Zusammenhang mit Betriebsübertragungen vorgesehen. Hauptanwendungsfall für diesen Freibetrag ist die Pensionierung des Betriebsinhabers und Schenkung des Betriebs an das Kind. Wenn ein Einzelunternehmen geschenkt wird, dann ist der Freibetrag für das Grundstück anwendbar. Wenn allerdings sämtliche Anteile an einer GmbH geschenkt werden, dann ist der Freibetrag nicht anwendbar. Diese unterschiedliche Behandlung ist eine sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung und stellt eine Diskriminierung der Rechtsform der GmbH dar. Der vorliegende Antrag soll diese Ungleichbehandlung beseitigen. Der Freibetrag für Betriebsübertragungen wurde ursprünglich im Jahr 2000 mit 5 Millionen Schilling festgelegt und beträgt heute noch immer 365.000 Euro. Eine Wertanpassung dieses Freibetrages ist somit längst überfällig und soll auf zumindest 500.000 Euro vorgenommen werden. Dies erscheint insofern als gerechtfertigt, weil ja die Immobilienpreise in den letzten Jahren sehr angestiegen sind. Auch diesbezüglich gibt es einen entsprechenden Antrag. Im Hinblick auf die sinnvolle Koppelung des Grunderwerbsteuergesetzes und des Gerichtsgebührengesetzes, kurz GGG, wo die Eintragungsgebühr geregelt ist, möchte ich auch im Sinne einer Verwaltungsökonomie auf Folgendes hinweisen. Im GGG sind wesentliche gesellschaftsrechtliche Vorgänge, nämlich Betriebs- und Umgründungsvorgänge, begünstigt, die nicht im Grunderwerbsteuergesetz begünstigt sind. Ziel sollte sein, unternehmenspolitisch notwendige Umstrukturierungen, bei denen Grundstücke involviert sind, nicht unnötig zu verteuern. Ein Gleichklang zwischen Grunderwerbsteuergesetz und GGG in diesem Bereich würde auch die Attraktivität des Standorts Österreichs erhöhen. Es macht einfach Sinn und dient auch der Verwaltungsökonomie, wenn die Befreiungsbestimmungen und die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer und für die Eintragungsgebühr ident sind. Auch diesbezüglich gibt es einen entsprechenden Antrag. Leider stimmen wir heute nicht über eine Steuerreform ab, obwohl die Steuerzahler unter der Steuerbelastung stöhnen. Österreich hat unter den Ländern der Währungsunion den höchsten Anstieg der Arbeitskosten zu verzeichnen, zwischen 2008 und 2013 um 18,9% auf durchschnittlich 31,4 Euro die Stunde. Der Grund für diesen Anstieg der Arbeitskosten sind aber nicht die Reallohnsteigerungen, denn das Netto-Pro-Kopf-Einkommen stagniert leider in Summe seit 24 Jahren. Inflation, höhere Steuern und Abgaben, insbesondere die kalte Progression, fressen Jahr für Jahr die kollektivvertraglichen Gehaltsanpassungen auf. Allein die jüngste, am 1. März in Kraft getretene Abgabenänderung kostet den heimischen Steuerzahler 1,2 Milliarden Euro im Jahr. Österreich hat laut Eurostat nunmehr eine höhere Steuer- und Abgabenquote als das in aller Welt als Hochsteuerland bekannte Schweden, aber doppelt so viel Staatsschulden. Und das, obwohl die Staatseinnahmen sprudeln wie noch nie zuvor. Die Lohnsteuer wird bereits heuer die Umsatzsteuer als wichtigste Einnahmequelle überholen. Denn keine Steuer steigt so rasant wie die Lohnsteuer. Waren es im Vorjahr 24,8 Milliarden Euro, so werden es
2018 bereits 31,9 Milliarden sein. Ein Grund dieses Anstiegs ist die kalte Progression. Wir zahlen aber nicht nur zu viel Steuern in Österreich, sondern auch zu viel Sozialabgaben. Die Sozialabgaben sind übrigens so hoch wie die zwei aufkommensstärksten Steuern, nämlich die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer zusammen. Darüber sprechen die Gewerkschaften und Kammern aber nicht so gerne. Die Gewerkschaften und Kammern sollen nicht nur lauthals eine Steuerreform fordern, sondern auch eine Reform bei den Sozialabgaben. Kein Thema in der Arbeitskostendebatte scheint das ineffiziente und überbürokratisierte Sozialversicherungssystem zu sein. Ganz zu schweigen von den Zwangsmitgliedsbeiträgen an Arbeiter- und Wirtschaftskammern, die jährlich 700 Millionen Euro Lohnnebenkosten ausmachen. Aber irgendwer muss ja die 14 Kammern mit den mehr als 10.000 Funktionären finanzieren. Zum Vergleich mustergültig das Finanzministerium. Dort haben wir 11.000 Mitarbeiter, seit 2000 um 6.000 weniger. Hier können sich die Kammern ein Beispiel nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen und ihren Beitrag zu einer Lohnnebenkostensenkung leisten. Wer heuer etwa 2.000 brutto im Monat verdient, bekommt 1.410 Euro netto auf das Konto überwiesen. Der Arbeitgeber muss aber 2.625 Euro im Monat aufwenden, damit dem Arbeitnehmer diese 1.410 übrig bleiben. Insgesamt bereichert sich der Staat mit 1.215 Euro im Monat. Hier stimmt das Verhältnis nicht mehr. Und die Bundesregierung brüstet sich noch damit, dass sie heuer die Lohnnebenkosten um 0,2 Prozentpunkte gesenkt hat. Der Arbeitgeber erspart sich dadurch 20 Euro im Jahr pro Dienstnehmer. Diese Lohnnebenkostensenkung kann man wohl nur mehr mit der Apothekerwaage messen. Für eine ordentliche Steuer- und Strukturreform fehlt der Bundesregierung offenbar der Mut. Mutig ist aber die Bundesregierung, wenn es um das Schröpfen des Mittelstandes geht. Durch die Nichtanpassung der Progressionsstufen hat sich der Finanzminister im Vorjahr 2,24 Milliarden Euro geholt und heuer werden es 2,65 Milliarden sein. Das ist eine Steuererhöhung ohne Parlamentsbeschluss. Herr Vizekanzler, wenn man jemanden etwas wegnimmt, dann muss man es letzten Endes auch wieder zurückgeben. Da stellt sich nicht die Frage, ob man sich das leisten kann oder nicht. Und wenn man den Steuerzahlern Milliarden über die kalte Progression wegnimmt, dann muss man dem Steuerzahler letzten Endes das Geld auch wieder zurückgeben. Fantasieloser ist aber doch nur mehr die SPÖ, welche die Bürger mit neuen Steuern entlasten möchte. Wir fordern daher eine Senkung des Einstiegssteuersatzes auf 25%, eine laufende Valorisierung der Progressionsstufen an die Inflation, eine Senkung der Sozialabgaben und auch der Lohnnebenkosten. Mehr Netto vom Brutto, aber nicht über neue Steuern, wie sich das die SPÖ vorstellt, sondern über eine Strukturreform und Senkung der Staatsausgaben. Im Budgetbegleitgesetz 2014 sind keine Entlastungen für den Steuerzahler vorgesehen, weshalb wir auch diesem Gesetz unsere Zustimmung verweigern. Ich fordere Sie auf, Herr Finanzminister, geben Sie dem Steuerzahler das zurück, was Sie ihm durch die kalte Progression laufend wegnehmen. Die FPÖ wird dem Budgetbegleitgesetz nicht zustimmen, weil es keine Entlastung der Steuerzahler bringt, sagte der Finanzsprecher Hubert Fuchs, und er fordert eine Strukturreform und Senkung der Staatsausgaben.